Die englische Uhrenmarke Bremont hat an der Watches and Wonders 2024 ein neues Logo vorgestellt und damit auch gleich zwei neue Kollektionen eingeführt, respektive bestehende Kollektionen general überholt, nämlich die Terra Nova und die Supermarine, eine Taucheruhr, die es in zwei Modellen gibt, der S300 mit 40 mm Durchmesser und Edelstahlgehäuse, wahlweise als Date- und No-Date-Variante verfügbar. Und dann, für mich fast etwas spannender, die S500, die bis 500 Meter wasserdicht ist und mit einem 43 mm großen Keramikgehäuse ausgestattet worden ist. Die Uhr wurde hier in Genf quasi inoffiziell vorgestellt, das heißt, zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine offizielle Pressemitteilung und damit sind auch nicht alle Daten mir zugänglich. Ich versuche natürlich die Website, der Link dazu ist im Beschrieb dieses Videos zu finden, laufend zu aktualisieren und Referenznummern, Durchmesser, Höhe, Werk und laufend zu aktualisieren. Damit wären wir auch bereits beim Werk. Bremont spricht von einem modifizierten Kaliber, das 50 Stunden Gangreserve bietet, geht aber auf keine weiteren Details momentan ein. Ich vermute, dass es sich um ein Basiswerk von Sellita handelt, das hier entsprechend modifiziert worden ist, um den Bedürfnissen von Bremont gerecht zu werden. Die Uhr ist aus Keramik, nicht alle Teile, so ist beispielsweise die Lünette selber, ist aus Metall, die Einlage wiederum aber aus Keramik. Auf der Seite bei 9 Uhr gibt es ein integriertes Heliumventil, die Krone ist verschraubt und bereits mit dem neuen Logo der Marke versehen worden, so natürlich auch das Zifferblatt. Hier kommt eine weitere Spezialität von Bremont zum Einsatz, nämlich ein Farbverlauf, der von innen nach außen oder von außen nach innen vertikal verläuft, der mittlerweile auf allen neuen Modellen der Marke zu finden ist. So, die grüne ist limitiert, die schwarze ist unlimitiert und jetzt, wie bereits eingangs gesagt, nochmals der Beipackzettel-Text. Wer mehr über die beiden Taucheruhren erfahren möchte, im Beschrieb des Videos hat es einen Link mit weiteren Informationen, die wie gesagt laufend geupdatet werden. Auch wer mehr über die Neuheiten von der Watches and Wonders erfahren möchte, auf der Website werden laufend die Modelle vorgestellt, die hier lanciert worden sind. Ich freue mich über jede Form von Feedback, insbesondere wenn es ein Like ist, noch mehr über ein Subscribe, denn damit wird sichergestellt, dass solche Videos auch in Zukunft automatisch im Feed auftauchen. So, wer Fragen hat, kann wie immer gerne das Kommentarfeld benutzen. Ich werde versuchen, zeitnah zu antworten, sofern ich zu diesem Zeitpunkt bereits die entsprechenden Antworten auch habe.